Freunde, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben es schon wieder spät am Abend. Die Freundin pennt, die Nachbarn sind oder die Mitbewohner dieses Hauses sind wahrscheinlich auch schon am Schlafen. Deswegen kann ich heute keinen Krach mehr hier unten im Keller machen. Aber ich möchte trotzdem mit der Vespa weiterkommen, denn es gab ein Problem mit der Vespa, das ich vom ersten Teil schon hatte. Und zwar habe ich die Vespa ja so gut es geht auseinandergebaut, aber im Lenkschloss, beziehungsweise nachdem wir die Kappe vom Lenker abgemacht haben, Moment, ich zeige euch das ganz kurz. Nachdem die Plastikverkleidung hier ab war, gab es dieses Problem, hier diese Nutmuttern, die hier am Lenkrohr, diesem hier, befestigt sind. Bedeutet, ich kann den restlichen Lenker und die restlichen Kabel und diese Kabel hier nicht abmontieren. Dafür gibt es spezielles Werkzeug. Ich glaube, für das Modell oder für diese Nutmuttergröße kostet es um die 34 Euro bei Scooter Shop oder bei Zip-Scooter, keine Ahnung. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber um die 30 Euro. Da habe ich gedacht, das ist zu teuer. Ich habe gegoogelt und da hat mir einer gesagt, okay, du kannst einen Schraubenzieher ansetzen und loskloppen. Habe ich gesagt, nee, die würde ich dann vielleicht doch schon gerne mal verwenden. Ich weiß, ich hätte damit nichts kaputt gemacht, aber ich würde es auch am Ende des Tages wieder festziehen wollen. Und da habe ich mir dann einfach hier mal einen Hakenschlüssel gekauft. Dieser Hakenschlüssel kostet die Hälfte von dem Nutmutterschlüssel. Damit bekomme ich es dann später auch ab, beziehungsweise jetzt ab und später einmal wieder fest. So, die Hauptaufgabe heute ist es, dass wir hier das Ganze demontieren. Bedeutet, wir wollen den Lenker heute abmachen. Das machen wir jetzt, denn ich habe gestern Abend schon die Nutmutter losgeschraubt. Das hat natürlich ein bisschen Kraft gekostet, aber die sind lose. Die habe ich jetzt soweit losgedreht, dass ich die mit der Hand jetzt abdrehen kann. Das schaut gut aus. Jetzt dürfte es ja. Ja, top. Jetzt kann ich den ganzen Lenkkopf hier einmal anheben und einmal abbauen. Und das machen wir jetzt. Die Lampe hier, die können wir als erstes mal abmachen. Dafür trennen wir hier diese Steckverbindung. Die können wir auch abziehen. Zack, zack. Lampe hätten wir ab. So, die Kabel liegen hier unten. Die Nutmuttern sind ab. Jetzt müssen wir hier das ganze Kabel lösen. Das liegt hier nicht im Lenkrohr. Den Joke müssen wir abziehen. So, Freunde, also hier mal gerade ein kurzer Cut gewesen. Ich habe ja hier als letztes den Bodenzug vom Joke lösen wollen. Und ja, der war ein bisschen verrostet. Wenn man eine Instagram-Story von letzter Woche gesehen hat, der weiß, was passiert ist. Der weiß, sag mal, schnell ins Krankenhaus musste. Es war nicht weiter tragisch, aber es wurde ein bisschen dran rumgeschnibbelt. Ist jetzt alles wieder zu, ist alles wieder dicht, passt alles wieder. Die Finger kann ich auch wieder bald bewegen. Die Sache ist die, der Lenker ist immer noch dran. Deswegen kam auch am Donnerstag ein Video. Jetzt ist alles wieder dicht. Die Finger sind heile, die zwei mittleren Finger, die werden auch noch heile, aber der Lenker ist immer noch dran. Ich habe jetzt hier den Joke-Bodenzug, den Bodenzug vom Joke habe ich schon lösen können. So, und jetzt gucken wir, dass wir hier den Zug von der Bremse gelöst bekommen. Hier jetzt natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, weil das, was mir letztes Mal passiert ist, das passiert mir garantiert nicht nochmal. Tada! Ab ist der Henkel. Zack! So, der Zug ist lose. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Was brauchen wir noch? Oh, zack. Der ist auch lose. So, jetzt hängt es nur noch hier an dem Bodenzug von der Kupplung. Und der ist einfach nur mit so einem kleinen Bolzen hier befestigt, dass wir einfach hier rausziehen können. Mit dieser Klammer ist das Ganze befestigt gewesen. So, der wird so oder so erneuert. Tadada. Das war der eine Bodenzug. Problem 1 gelöst. Jetzt muss ich nur den hier noch lösen. Der ist aber hier befestigt mit so einem richtiger, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, hier innen drin. Erkennt ihr das? Das ist richtig starr, damit die Gänge auch gedrückt werden können. Weil die Gänge müssen ja nach oben, nach unten geschaltet werden. Bedeutet, da muss ja auch Druck drauf lasten können. Von daher ist das hier relativ starr. Und das Ganze hier ist relativ starr. Jetzt muss ich gucken, dass ich das einmal im Kompletten hier abgezogen bekomme. Aber dafür muss ich, glaube ich, erst hier diese Schalter, diese Steckverbindungen lösen, damit ich die ganzen Züge, die hier entlang laufen, auch hier ordentlich rausziehen kann. Dafür lösen wir jetzt erstmal die ganzen Steckverbindungen hier. Ich glaube ja, dass die ganzen Verbindungen nur durch diesen kleinen Hebel, tatsächlich, nur durch diesen kleinen schwarzen Hebel hier
gehalten und zack, schon sind die alle ab. Die sind nämlich alle hier auf so einer Platine drauf. Dieser graue Haken, der hat einfach hier unten dran geklemmt und hier oben das Gegenstück zum Kontern. So, da machen wir jetzt mal ein Foto von, wie das alles aussieht. So, Screen. Screen. Uiuiuiui. Viel zu viel Kabel, Jungs. Viel zu viel Kabel. Den lösen wir gerade, wenn ich blind. Jetzt können wir. Ach, come on. Ah. Tadada. Et voilà. Lenker wäre auch draußen. Tada. So, jetzt können wir die Schalter abziehen. Bumm. Plastik. Am Ende des Tages bleibt mir nur eine Möglichkeit, und zwar, ich muss dieses Kabel, diesen Hauptstrang, wenn ich einmal hier das vordere Blinkerkabel und das Kabel für die Hupe gelöst habe und ich jetzt das Kabel, welches hier einmal komplett durchgeht, das fängt hier an, geht hier durch, geht dann hier rein und ist dann hier drin. Und das ganze Kabel hier, wenn ich das hier unten ziehe, dann wird es da vorne kürzer. Seht ihr? So, das hier ist ein Kabel und dieses ganze Gestrüpp, also und dieses ganze Gestrüpp hier, wird verbunden hiermit. Ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Entweder schneide ich hier ab oder ich schneide hier ab oder ich löse hier jeden einzelnen Kontakt von diesen ganzen Kabeln, mache mir von jedem einzelnen Kontakt ein Foto und werde das dann am Ende wieder so einstecken, wie es hier war. Und ich habe mich einfach für Variante 2 entschieden, denn ich werde das Kabel so weit ziehen, wie es hier geht und werde jetzt hier einmal ordentlich durchschneiden, damit ich das hier am Ende wieder zusammenlöten kann. Fein, sauber und ordentlich. So, das hier wird jetzt der schmerzhafteste Part, glaube ich, von der ganzen Vespa. Abgesehen von meiner Hand natürlich. Kamera bleibt ja stehen. Das hier wird jetzt der schmerzhafteste überhaupt. Hier das Ganze abzuschneiden. Zack. So. Jedes Kabel hat eine Farbe und die kommen nachher einfach wieder zusammen. Dann kommt das hier zu den Kabeln. So, jetzt können wir hier das Kabel, nachdem es durchgeschnitten ist, einmal ziehen. Zack. Und tada. Et voilà. Das Einzige, was wir jetzt noch lösen müssen, sind diese Plastikklammern hier und diese Züge. Das müssen wir hier hinten noch lösen. Um jetzt die vordere Gabel hier von dem kompletten Rahmen zu trennen, müssen wir hier diese Muttern öffnen. Beziehungsweise das hier ist einfach nur eine Scheibe zum Unterlegen. Dafür nehmen wir wieder unseren Schlüssel, setzen den an und ziehen einmal kräftig. So, zack. Denn unter diesen Nutmuttern sitzt ein Lager. Werden wir zwar erneuern, aber wir müssen es trotzdem nicht mit Gewalt beschädigen. Ja, zack. Lager vorsichtig abnehmen. Das hier ist das Lager, was da drin sitzt. Vielleicht kann man es wieder verwenden. Wir schauen uns gleich mal an. Und jetzt, wenn man hier loslässt. Wow. Und hier den puren Rahmen. Rahmen, jetzt habe ich hier wirklich nur noch das Blanko-Blech liegen, ja. Vielleicht unten drunter noch ein, zwei Schrauben lösen, um da was zu machen. Diese zwei Züge müssen auf jeden Fall noch ab. Bedeutet, ich habe einmal das hier und das hier separat. Und das ganze Kabel natürlich auch wieder separat. Aber ich habe jetzt alles das geschafft, was ich schaffen wollte. Das komplette Blech, so wie es hier steht, kann jetzt einmal zum Entlaugen. Das hier kann auch demontiert werden, dass das Plastik, das hier ist leider Plastik, dass das Plastik abgeschliffen werden kann. So, und jetzt sortiere ich das alles wieder. Ich brauche noch ein paar Boxen, denn ich will noch eine Box mit Elektronikteilen machen. Die werde ich mir jetzt noch kaufen. Das ganze Blech, was ich habe, das ganze Metall, was hier gemacht werden muss, das kann jetzt hier einmal in Lauge gelegt werden. Bedeutet, ich könnte den Rahmen jetzt rein theoretisch, so wie hier ist, einmal ins Auto legen und einmal ablaugen lassen. Was aber erst nach dem Urlaub passieren wird, denn wenn man die ablaugt, dann kommt da so ein kleiner Korrosionsschutz wieder drauf. Dieser Korrosionsschutz hält ungefähr 2 Wochen. So, und wenn dieser dann wieder verflogen ist, dieser Korrosionsschutz, dann fängt die wieder an, Flugrost anzulegen. Da war das Entlaugen komplett für den Arsch. Von daher mache ich das alles erst dann, wenn ich wieder da bin, sodass ich einen Termin mit dem Lackierer machen kann, mit dem die Farben besprechen kann. Das Ding in der Zeit schon am Ablaugen ist, also im Laugebad liegt, ich den Rahmen wieder abholen kann, zum Lackierer bringen kann, der direkt
das Ding lackieren kann, damit hier nichts mehr rostet, damit ich dann hier einen fertigen Vespa-Rahmen stehen habe. Natürlich, bevor ich das alles mache, müssen die Plastikteile noch abgeschliffen werden, damit der Lackierer das gleich mitmachen kann. Die neuen Plastikteile, die blanko kommen, die müssen natürlich auch gleich mitgeschliffen werden. Das passiert allerdings erst im nächsten Video. Von daher, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Verzeiht mir bitte, dass ich nicht direkte Aufnahmen machen kann. Erstens ist es alleine ein bisschen schwierig und zweitens ist es mit der Hand auch gerade ein bisschen gehandicapt. Von daher war das jetzt nicht so ein krasses Video, aber es war mal wieder ein Vespa-Video, was ihr unbedingt haben wolltet. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Peace.